So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer Dead Spaceigen Folge Dead Space. So, weiter geht's hier im Text. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben Basketball gespielt. Wir waren auf dem Vergnügungsdeck der Was ist das denn? Dann haben wir Basketball gespielt. Wir haben den Level 5 Anzug. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit. Und ihr Tod ist nur die erste Phase. Der Ablauf dieser Transformation abschreckt. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Narren, das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört sie nicht auf sie. Kommen sie zurück. Kommen Sie zurück! In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Ja, ja, du mich auch. Hören Sie nicht auf zu glauben. Ich glaube an mich. Der Kolonie passiert mich, ist, den Tomschi. Ist keine Tragödie. Es ist Gottes Wort. Das ist um einiges fantastischer. Wir kommen auf den Planeten runter. Erfüllen Sie das doch glatt. Motivation, Motivation. Nur die erste Phase. Ja, ja, halt deine Schnauze. Himmelberger. Perfekt. Abgeschüttelt haben. Sie müssen. Was soll das? Haben wir sie nicht nach dahin verschieben? Doch, wahrscheinlich, warte mal. Das ist was? Schlafkabine, oder was? Ja. Aha, solchen Scheiß wieder. Hab ich voll Bock drauf auf solche Rätsel. Finde ich total geil. Kann ich nicht. Was? Ein Energieknoten für mich? Ich hab keinen, wa? Na, ha, ha, ha. Beim letzten Mal hat es sich auch nicht wirklich gelohnt, meinen Energieknoten zu verbrauchen dafür, ne? So geil, der hat ja auch nicht. Mich da so veräbeln. Der nur zieht. Ach, der geht nur noch da hin, oder was? Kann er nicht nach vorne hier gezogen werden? Der ist nur noch da? Okay, meinetwegen. Oh, ist das ein Scheiß, Alter. Ich hasse sowas, ey. Jetzt haben wir es eingesperrt. Und schieb den doch da längs. Genau. Wo ist denn die Tür hier, wo wir durchgerissen? Na da. Na da, na da. Tschüpp. Hallo. Nimm mit. Hey, du Beknackte. Also ich persönlich hätte sie abgeknallt. Hat schon jemand anders gemacht. Schade, ne? So jung und... Ach ja, was soll's. Warte mal, vielleicht kann ich da noch was machen. Ich meine, ich bin ja so ein bisschen... Upsi pupsi. Die Beine sind immer im Weg. Navikarte. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Was? Bis jetzt waren Sie ja ganz einfallsreich. Aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Okay. Jetzt wird es Zeit, dass es sich einfällt. Das unsterbliche Ding. Wo müssen wir hin? Scheiße! Mach die Lampe dicht! Ah. Das, Ich
Warum muss das Ding jetzt zum Leben erwacht werden hier? Naja. Ah, ja. Die Freundin hat gerade das Türschloss überbrückt. Ich versuche das rückgängig zu machen. Warte kurz. Komm schon. Warum ist die Munition knapp? Mann, was soll das überhaupt? Mann, mach die Tür wieder auf, Junge. Junge. Sehr gut. Verschwinde da! Ich mach das schon. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Isaac, du solltest Dr. Kyle mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Der VIP-Bereich. Okay. Wollte das Spiel mir gerade erklären, dass es sich jetzt gerade wieder auftaucht? Hier ist was los, hör mal. Meine Güte. Was? VIP-Bereich soll da sein? Okay. Und wo genau? Aha, ich habe mich in die Tür geirrt. Oh, lass mal hier. Alles nicht mehr einfach. Das ist aber nicht schon wieder hier dieser da, wo wir gerade... Nee, das war, glaube ich, irgendwo eine Etage tiefer. Oh, der Doktor schon wieder. Hey, Doktor, schieß mich tot. Und das ist der andere, ne? Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Was, mich? Achso. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe Ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass Sie das VIP-Shuttle reparieren und von hier weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Ja, das tun sie eben halt. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist.
was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Was ist er denn? Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Okay. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Emilia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeiten. Für alle Zeiten? Wer sammelt denn da immer so viel? Sind wir jetzt hier fertig oder was? Du bist eingeschlafen. Ah ja, alles klar. Er ist eingeschlafen. Komischer Vogel. Hallo. Hallo. Wie das wohl da aussieht, Marco, das Helm, ne? Ach Gott. Was, wer sind die denn? Okay. Oh nein, nicht noch einer. Oh je. Sessel angelaufen. Hallo, Happy darf ihn auch noch gleich hin. Okay, so. Das ist also der VIP-Bereich, ja? Das sieht gemütlich aus. Was ist das? So ein. Ja, ein Stein. Schön, wenn man Dinge zu schätzen weiß. Zappel hier nicht so rum. Oder lebt da noch was drin? Wir müssen gleich rein, aber wir können ja mal das Schlafboot so ein bisschen anschauen. Was war denn das? Da war was drin. Das hat matscht. Okay. Ich dachte, die haben hier wenigstens ein bisschen Kohle am Start oder was Geiles oder so, ne? Der VIP-Bereich muss ja. Das stelle ich mir sehr, sehr spektakulär vor halt, ne? Also sind hier nur die. Achso, ich verstehe. Captain und so ein Scheiß. Die wohnen hier also. Ich dachte, das wäre hier so ein Spaßbereich oder so ein Scheiß für die Leute, die hier bessere Mitarbeiter sind und die können dann Spaß haben. Für Kino. Persönliches Logbuch des Captain. Ah ja. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt.
Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Auf gar keinen Fall. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Genau. Nicht, wenn wir so nahe sind. Okay. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Okay. Ortmann sei gepriesen. Die Kirche. Das Ende aller Tage. Oh. Was ist denn das hier? Das ist das Shuttle, Leute. Ein schönes Shuttle, verschlossen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Der will sich doch nur aus dem Staub machen. Naja, er sagt, wir sollen den scheiß Marker wieder zurück zum Planeten bringen. Okay. Verdächtig viel Motivation, die hier aber so rumliegt. Naja, sollen wir doch hier rein, wa? Und dann? Was sollen wir dann machen? Sollen wir hier auf ihn warten, oder? Achso, da zu diesem... Testzündung des Shuttle-Antriebs. Meine Güte. Ich weiß nicht, ob ich zuvor schon das hier ablaufen soll. Handwechsel auf die Schatten. Nachladen jetzt. Himmelarsch und Zwirn. Hat ihn erledigt. Unsterblich oder nicht, aber das überlebt keiner. Ja, okay. Ja, das haben wir gut gemacht, ne? Was soll so? Ach, da. Es funktioniert? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start gesichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Und dann fliegt er weg, ohne uns, ja? Uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich! Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Ja, und er verpisst sich damit, ne? Shuttle-Sicherung gelöst. Schade. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Naja, die Sache ist die, dass er hat das Shuttle jetzt. Er haut damit ab. Also ich würde auch damit abhauen, definitiv. Wenn ich so einen Idioten finden würde wie uns, den für ihn das Shuttle klar macht und so und alles. Weiß ich nicht.
Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten, den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Mhm. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Okay, er hat sich selber essen lassen, Idiot. Und ab dafür. Lasten auf. Er hat ihn gefressen. Er hat ihn gefressen. Naja, und somit sind wir im Endeffekt los, ne? Ist er das jetzt wirklich gewesen? Das war ja das gerade, ne? Wo er gekommen wird und sich da hat fressen lassen, ne? Gott ist ja behindert, Alter, ehrlich. Wie kann man denn nur so wahnsinnig sein? Naja. Nehmen. Yep. Nein, hier müssen wir hier runter? Na. Wo müssen wir hin? Oh doch, wir müssen hier runter. Ishimura, ist schwer zu merken, den Namen hier. So, jetzt fliegen wir wieder aufs Unterdeck, nehmen wieder aufs Oberdeck, wo wir hergekommen sind, ganz am Anfang, das allererste. So, das war's auf jeden Fall wieder. Warte. Ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkram, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Mhm. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Okay, auf jeden Fall war's das auf jeden Fall für heute, liebe Kinderchen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.